Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everyone, my name is Anja. Welcome to the 800 Core German Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at germanpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master German. Okay, let's get started. First is Hubschrauber, helicopter. Hubschrauber. Hubschrauber. Helikopter. Einen Hubschrauber zu fliegen ist schwer. It's hard to fly a helicopter. Einen Hubschrauber zu fliegen ist schwer. Schwarz, black, schwarz, schwarz, black. Das schwarze Nashorn läuft auf der Wiese. The black rhinoceros is walking in the grassland. Das schwarze Nashorn läuft auf der Wiese. Braun. Brown. Braun. Braun. Brown. Die Blätter werden im September braun. Leaves turn brown in September. Die Blätter werden im September braun. Grau. Gray. Grau. Grau. Gray. Grau ist keine sehr auffällige Farbe. Gray is not a very flashy color. Grau ist keine sehr auffällige Farbe. Sich ausruhen. Rest. Sich ausruhen. Sich ausruhen. Rest. Diese Stadt ist ein idealer Ort, um sich auszuruhen. This city is an ideal place to rest. Diese Stadt ist ein idealer Ort, um sich auszuruhen. Hören. Hear. Hören. Hören. Hear. Ich kann dich nicht gut hören. I cannot hear you clearly. Ich kann dich nicht gut hören. Möchten. Want. Möchten. Möchten.
10. Want. Möchten Sie Geld abheben oder einzahlen? Do you want to take money from your account or pay into your account? Möchten Sie Geld abheben oder einzahlen? Ekelig. Disgusting. Ekelig. Ekelig. Disgusting. Bohr nicht in der Nase, das ist eklig. Don't pick your nose, that's disgusting. Bohr nicht in der Nase, das ist eklig. 11. 11. 11. 11. 11. Dieses Kaufhaus hat 11 Etagen. This department store has 11 floors. Dieses Kaufhaus hat 11 Etagen. 12. 12. 12. 12. 12. 50% von 12 ist 6. 50% of 12 is 6. 50% von 12 ist 6. 13. 13. 13. 13. 13. Das Mädchen ist 13 Jahre alt. The girl is 13 years old. Das Mädchen ist 13 Jahre alt. E-Mail. 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 Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? What is your email address? Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Handy. Cellular phone. Handy. Handy. Cellular phone. Die Frau hat auf ihrem Handy geschrieben. The woman texted on her cellular phone. Die Frau hat auf ihrem Handy geschrieben. SMS. Text message. SMS. SMS. Text message. Eine SMS schreiben. Type a text message. Eine SMS schreiben. Mund. Mouth. Mund. Mund. Mouth.
Du hast da was am Mund. There is something at your mouth. Du hast da was am Mund. Wange. Cheek. Wange. Wange. Cheek. Ihre Wangen sind sehr rot. Her cheeks are very red. Ihre Wangen sind sehr rot. Nase. Nose. Nase. Nase. Nose. Er hat sich im Sportunterricht die Nase gebrochen. He broke his nose in physical education. Er hat sich im Sportunterricht die Nase gebrochen. Notizheft. Notebook. Notizheft. Notizheft. Notebook. Ich habe für jeden Kurs ein eigenes Notizheft. I have a separate notebook for each class. Ich habe für jeden Kurs ein eigenes Notizheft. Bleistift. Pencil. Bleistift. Bleistift. Pencil. Meine Freundin hat sich einen Bleistift von mir geliehen. My friend borrowed a pencil from me. Meine Freundin hat sich einen Bleistift von mir geliehen. Radiergummi. Eraser. Radiergummi. Radiergummi. Eraser. Als Kind habe ich auch Radiergummis gesammelt. As a child, I did collect erasers as well. Als Kind habe ich auch Radiergummis gesammelt. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at GermanPod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Auf Wiedersehen! In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 Core German Words and Phrases video series. In this series, you'll learn 800 of the most common German words and phrases. But there's a twist. With each new lesson in the series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts in learning a language. You can also get the full list right now at GermanPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master German. Okay, let's get started. First is helfen, help, helfen, helfen, help. Die Medizin wird dir helfen. The medicine will help you. Die Medizin wird dir helfen. Lernen, learn, lernen,
Lernen. Learn. Du wirst 25 Wörter lernen. You will learn 25 words. Du wirst 25 Wörter lernen. Bewegen. Move. Bewegen. Bewegen. Move. Der Roboter bewegt seine Arme. The robot is moving its arms. Der Roboter bewegt seine Arme. 17. 17. 17. 17. 17. Er hat 17 Murmeln. He has 17 marbles. Er hat 17 Murmeln. 18. 18. 18. 18. 18. Sophie ist gerade 18 geworden. Sophie just turned 18. Sophie ist gerade 18 geworden. 19. 19. 19. 19. 19. Ich brauche 19 Knöpfe. I need 19 buttons. Ich brauche 19 Knöpfe. 20. 20. 20. 20. 20. Das Flugzeug wird in 20 Minuten abheben. The plane will take off in 20 minutes. Das Flugzeug wird in 20 Minuten abheben. Hals. Neck. Hals. Hals. Die Zebras reiben sich die Hälse. The zebras are rubbing their necks. Die Zebras reiben sich die Hälse. Gesicht. Face. Gesicht. Gesicht. Face. Ihr Gesicht ist eingefallen. Her face has become sunken. Ihr Gesicht ist eingefallen. Ohr. Ear. Ohr. Ohr. Ear. Er hat ein Ohr für Musik. He has an ear for music. Er hat ein Ohr für Musik. Haar. Hair. Haar. Haar. Hair. Seine Haare sind wirklich kurz. His hair is really short. Seine Haare sind wirklich kurz. Berg, mountain, Berg, Berg, mountain. Sie haben gemeinsam den Berg erklommen. Together they crested the mountain. Sie haben gemeinsam den Berg erklommen. Strand, beach, Strand, Strand, beach. Das glückliche Paar umarmt sich am Strand. The happy couple is hugging on the beach. Das glückliche Paar umarmt sich am Strand. Regenwald. Rainforest. Regenwald. Regenwald. Rainforest. Im brasilianischen Regenwald gibt es noch unkontaktierte Völker. In the Brazilian rainforest there are still uncontacted people. Im brasilianischen Regenwald gibt es noch unkontaktierte Völker. Insel. Island. Insel. Insel. Island. Auf den ostfriesischen Inseln sieht man manchmal Robben. On the East Frisian Islands you sometimes see seals. Auf den ostfriesischen Inseln sieht man manchmal Robben. Wörterbuch. Dictionary. Wörterbuch. Wörterbuch. Dictionary. Ich habe ein englisch-französisches Wörterbuch. I have an English-French dictionary. Ich habe ein englisch-französisches Wörterbuch. Blau. Blue. Blau. Blau. Blue. Er hat ein blaues Auto gewählt. He chose a blue car. Er hat ein blaues Auto gewählt. Gelb, yellow, gelb, gelb, yellow,
Gelb ist die Farbe des Sommers. Yellow is the color of summer. Gelb ist die Farbe des Sommers. Orange. 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 Orange ist eine sehr freundliche Farbe. Orange is a very happy color. Orange ist eine sehr freundliche Farbe. Farbe. Color. Farbe. Farbe. Color. Das neue Poloshirt kommt in 3 Farben. The new polo shirt comes in 3 colors. Das neue Poloshirt kommt in 3 Farben. Well done. In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at germanpod101.com to access the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Auf Wiedersehen. In this video, you learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 Core German Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But there's a twist. With each new lesson in the series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts in learning a language. You can also get the full list right now at germanpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard decks, and finally master German. Alright, now let's get started. Langweilig. Boring. Langweilig. Langweilig. Boring. Das Spielzeug ist langweilig. The toy is boring. Das Spielzeug ist langweilig. Aufregend. Exciting. Aufregend. Aufregend. Exciting. Die Geburt meiner kleinen Schwester war sehr aufregend für mich. The birth of my little sister was very exciting for me. Die Geburt meiner kleinen Schwester war sehr aufregend für mich. Wichtig. Important. Wichtig. Wichtig. Important. Beim Schwimmen ist die Atemtechnik wichtig. Breathing technique is important in swimming. Beim Schwimmen ist die Atemtechnik wichtig. Kreditkarte. Credit card. Kreditkarte. Kreditkarte. Credit card. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Can I pay by credit card? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Schlüssel. Key. Schlüssel. Schlüssel. Key. Wo sind meine Schlüssel? Where are my keys? Wo sind meine Schlüssel? Führerschein. Driver's license. Führerschein. Führerschein. Driver's license. Wer betrunken am Steuer erwischt wird, verliert seinen Führerschein. Whoever's found drunk at the steering wheel will lose their driver's license. Wer betrunken am Steuer erwischt wird, verliert seinen Führerschein. Wald. Forest. Wald. Wald. Forest. Es gibt ein Haus im Wald. There's a house in the forest. Es gibt ein Haus im Wald. Fluss. River. Fluss. Fluss. River. Ich gehe oft an den Fluss. I often go to the river. Ich gehe oft an den Fluss. Ozean. Ocean. Ozean. Ozean. Ocean. Der Oktopus schwimmt im Ozean. The octopus is swimming in the ocean. Der Oktopus schwimmt im Ozean. See. Lake. See. See. Lake. Am See gibt es viele Enten. At the lake there are a lot of ducks. Am See gibt es viele Enten. Dokument. Document.
Dokument. Dokument. Document. Kannst du dieses Dokument für mich ausdrucken? Can you print this document for me? Kannst du dieses Dokument für mich ausdrucken? Computer. 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 Der Bildschirm meines Computers ist kaputt. My computer screen is broken. Der Bildschirm meines Computers ist kaputt. Faxgerät. Fax machine. Faxgerät. Faxgerät. Fax machine. Haben Sie ein Faxgerät? Do you have a fax machine? Haben Sie ein Faxgerät? Drucker. Printer. Drucker. Drucker. Printer. Der Drucker macht heute nicht unbedingt, was ich möchte. The printer is not doing what it's supposed to do. Der Drucker macht heute nicht unbedingt, was ich möchte. Druckbleistift. Mechanical pencil. Druckbleistift. Druckbleistift. Mechanical pencil. Wo ist mein Druckbleistift? Where's my mechanical pencil? Wo ist mein Druckbleistift? Lineal. Ruler. Lineal. Lineal. Ruler. Ziehe eine Linie mit dem Lineal. Draw a line with a ruler. Ziehe eine Linie mit dem Lineal. Marker. 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 Die Tinte des Markers wird knapp. The marker is running low on ink. Die Tinte des Markers wird knapp. Bank. 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 Ich bin ein Bankangestellter. I'm a bank clerk. Ich bin ein Bankangestellter. Lebensmittelladen. Convenience store. Lebensmittelladen. Lebensmittelladen. Convenience store. Der Lebensmittelladen hat 24 Stunden geöffnet. The convenience store is open 24 hours. Der Lebensmittelladen hat 24 Stunden geöffnet. Krankenhaus. Hospital. Krankenhaus. Krankenhaus. Hospital. Das Geschäft ist zwischen dem Krankenhaus und der Schule. The store is between the hospital and the school. Das Geschäft ist zwischen dem Krankenhaus und der Schule. Well done. In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description to sign up for free at GermanPod101.com to access the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You also get example sentences, custom flashcard texts, and more learning resources. See you next time. Auf Wiedersehen. In this video, you learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 Core German Words and Phrases video series. In this series, you'll learn 800 of the most common words and phrases in German. But there's a twist. With each new lesson in the series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts in learning a language. You can also get the full list right now at GermanPod101.com. Click the link in the description to access more sample sentences, create your own flashcard decks, and finally master German. Alright, let's get started. Number one is Brieftasche, wallet. Brieftasche, Brieftasche, wallet. Deine Brieftasche wurde vor einigen Monaten am Bahnhof gestohlen. His wallet was stolen in the train station a couple of months ago. Seine Brieftasche wurde vor einigen Monaten am Bahnhof gestohlen. Handtasche, purse, Handtasche, Handtasche, purse. Ich habe gestern meine Handtasche verloren. Yesterday I lost my purse. Ich habe gestern meine Handtasche verloren. Bestellung, order, Bestellung, Bestellung, order.
Rufen Sie an, um eine Bestellung aufzugeben. Call to place an order. Rufen Sie an, um eine Bestellung aufzugeben. Feld. Field. Feld. Feld. Field. Die Felder im Sommer sind sehr grün. The fields in the summer are very green. Die Felder im Sommer sind sehr grün. Wüste. Desert. Wüste. Wüste. Desert. Die Sonne erhitzt die heiße Wüste. The sun is heating the hot desert. Die Sonne erhitzt die heiße Wüste. Boss. 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 Ich treffe jetzt meinen neuen Boss. I'm meeting my new boss now. Ich treffe jetzt meinen neuen Boss. Büro. Office. Büro. Büro. Office. Das Büro befindet sich auf der rechten Seite. The office is on the right side. Das Büro befindet sich auf der rechten Seite. Arbeitskollege. Coworker. Arbeitskollege. Arbeitskollege. Coworker. Verglichen mit meinen Arbeitskollegen ist mein Einkommen relativ gering. My income is relatively low compared to my coworkers. Verglichen mit meinen Arbeitskollegen ist mein Einkommen relativ gering. Besprechung. Meeting. Besprechung. Meeting. Besprechung. Besprechung. Meeting. Du hast noch nicht über die Besprechung heute gesprochen. You haven't talked about today's meeting yet. Du hast noch nicht über die Besprechung heute gesprochen. Polizeistation. Police station. Polizeistation. Polizeistation. Police station. Ich möchte zur Polizeistation gehen. I want to go to the police station. Ich möchte zur Polizeistation gehen. Apotheke. Pharmacy. Apotheke. Apotheke. Pharmacy. Herr Schmidt kauft sich jeden Dienstag seine Medikamente in der Apotheke. Every Tuesday, Mr. Schmidt is buying his medicine in the pharmacy. Herr Schmidt kauft sich jeden Dienstag seine Medikamente in der Apotheke. Bäckerei. Bakery. Bäckerei. Bäckerei. Bakery. Deutsche Bäckereien bieten eine breite Auswahl leckerer Brote, Brötchen und Gebäcke an. German bakeries offer a wide range of delicious breads, rolls and pastries. Deutsche Bäckereien bieten eine breite Auswahl leckerer Brote, Brötchen und Gebäcke an. Kino. Movie Theater. Kino. Kino. Movie Theater. Der Parkplatz befindet sich hinter dem Kino. The parking lot is behind the movie theater. Der Parkplatz befindet sich hinter dem Kino. Verhandlung. Negotiation. Verhandlung. Verhandlung. Negotiation. Nach 2 Jahren Verhandlungen konnten sich die 2 Länder endlich einigen. After 2 years of negotiations, the 2 countries were finally able to come to an agreement. Nach 2 Jahren Verhandlungen konnten sich die 2 Länder endlich einigen. 2 Länder endlich einigen. Vertrag. Contract. Vertrag. Vertrag. Contract. Der Vertrag wurde für nichtig erklärt. The contract was declared void. Der Vertrag wurde für nichtig erklärt. Geschäft. Business. Geschäft. Geschäft. Business. Die Familie betreibt ihr eigenes Geschäft.
The family operates their own business. Die Familie betreibt ihr eigenes Geschäft. Handel. Deal. Handel. Handel. Deal. Das ist ein guter Handel. It's an attractive deal. Das ist ein guter Handel. Beschäftigt. Busy. Beschäftigt. Beschäftigt. Busy. Ich bin immer beschäftigt. I'm always busy. Ich bin immer beschäftigt. Ernst. Serious. Ernst. Ernst. Serious. Das ist eine ernste Anschuldigung. This is a serious accusation. Das ist eine ernste Anschuldigung. Müde. Tired. Müde. Müde. Tired. Bist du schon müde? Are you tired already? Bist du schon müde? Well done. In this lesson, you've expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at GermanPod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard texts, and more learning resources. See you next time. Auf Wiedersehen. Ciao. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 Core German Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But there's a twist. With every new lesson in the series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full deck right now at GermanPod101.com. Just click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master German. All right, let's go. First one is Krawatte, necktie. Krawatte, Krawatte, necktie. Wenn du deine Krawatte nicht richtig bindest, sieht es unordentlich aus. If you don't tie your necktie properly, it will look untidy. Wenn du deine Krawatte nicht richtig bindest, sieht es unordentlich aus. Anzug. Suit. Anzug. Anzug. Suit. Er hat all seine Anzüge ordentlich im Kleiderschrank aufgehangen. He hung up all of his suits neatly in the closet. Er hat all seine Anzüge ordentlich im Kleiderschrank aufgehangen. Turnschuh. Sneaker. Turnschuh. Turnschuh. Sneaker. Meine Turnschuhe sind sehr bequem. My sneakers are very comfortable. Meine Turnschuhe sind sehr bequem. 21. 21. 21. 21. 21. Das Gebäude hat 21 Etagen. The building has 21 stories. Das Gebäude hat 21 Etagen. 22. 22. 22. 22. 22. 22 ist ihre Lieblingsnummer. 22 is her favorite number. 22 ist ihre Lieblingsnummer. 33. 33. 33. 33. 33. Dieses Buch hat 33 Seiten. This book has 33 pages. Dieses Buch hat 33 Seiten. 44. 44. 44. 44. 44. Ich habe 44 Prüfungen dieses Jahr. I have 44 exams this year. Ich habe 44 Prüfungen dieses Jahr. 55. 55. 55. 55. 55. Mein Fernseher hat 55 Kanäle.
My TV has 55 channels. Mein Fernseher hat 55 Kanäle. Student. 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 Der Student hat eine Frage gestellt. The university student asked a question. Der Student hat eine Frage gestellt. Anschauen. Watch. Anschauen. Anschauen. Watch. Sich Horrorfilme alleine anzuschauen kann ganz schön gruselig sein. To watch horror movies alone, it can be very creepy. Sich Horrorfilme alleine anzuschauen kann ganz schön gruselig sein. Klassenzimmer. Classroom. Klassenzimmer. Klassenzimmer. Classroom. Wir sitzen gerade im Klassenzimmer. We're sitting in the classroom. Wir sitzen gerade im Klassenzimmer. Schule. School. Schule. Schule. School. Er ist ein Englischlehrer an der Schule. He is an English teacher at the school. Er ist ein Englischlehrer an der Schule. Stuhl. School chair. Stuhl. Stuhl. School chair. Ich habe mir ein Kissen gekauft für den Stuhl in der Schule. I bought a cushion for my school chair. Ich habe mir ein Kissen gekauft für den Stuhl in der Schule. Schreibtisch. School desk. Schreibtisch. Schreibtisch. School desk. Ich musste meinen Schreibtisch jede Woche mit jemand anderem teilen. I had to share my school desk every week with somebody else. Ich musste meinen Schreibtisch jede Woche mit jemand anderem teilen. Im Internet surfen. Surf the Internet. Im Internet surfen. Im Internet surfen. Surf the Internet. Ich möchte im Internet surfen. I would like to surf the Internet. Ich möchte im Internet surfen. Norden. North. Norden. Norden. North. Die Startbahn ist nach Norden ausgerichtet. The runway is heading northward. Die Startbahn ist nach Norden ausgerichtet. Zurückkehren. Return. Zurückkehren. Zurückkehren. Return. Der Reisende weiß noch nicht, wann er von seiner Reise zurückkehren wird. The traveler doesn't know when he will return from his journey yet. Der Reisende weiß noch nicht, wann er von seiner Reise zurückkehren wird. Baden. Bath. Baden. Baden. Bath. Die Jungs baden in der Badewanne. The boys bath in the bathtub. Die Jungs baden in der Badewanne. Schlafen. Sleep. Schlafen. Schlafen. Sleep. Du solltest früher schlafen. You should sleep earlier. Du solltest früher schlafen. Süden. South. Süden. Süden. South. Im Süden Deutschlands liegt der Bundesstaat Bayern. In the south of Germany is the state Bavaria. Im Süden Deutschlands liegt der Bundesstaat Bayern. Well done. In this lesson, you've expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at GermanPod101.com to get the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Auf Wiedersehen. In this video, you learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 Core German Words and Phrases video series.
This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But there's a twist. With every new lesson in the series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at germanpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard decks, and finally master German. All right, let's get started. First one is putzen, brush. Putzen, putzen, brush. Man sollte sich nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen. One should brush one's teeth after every meal. Man sollte sich nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen. Duschen, shower. Duschen, duschen, shower. Ich sollte mich zuerst duschen. I should shower first. Ich sollte mich zuerst duschen. Waschen, wash. Waschen, waschen, wash. Darf ich die Teller waschen? May I wash the dishes? Darf ich die Teller waschen? Verlassen, leave. Verlassen, verlassen, leave. Viele Schüler dürfen die Schule während einer Hitzewelle früher verlassen. Many students are allowed to leave school earlier during a heat wave. Viele Schüler dürfen die Schule während einer Hitzewelle früher verlassen. Rechnung, check. Rechnung, Rechnung, check. Kann ich die Rechnung haben, bitte? Could I have the check, please? Kann ich die Rechnung haben, bitte? 66, 66, 66, 66, 66. Ich bin 66 Minuten gelaufen. I ran for 66 minutes. Ich bin 66 Minuten gelaufen. 77, 77, 77. 77, 77. Seine Türnummer ist 77. His door number is 77. Seine Türnummer ist 77. 88, 88. 88, 88, 88. Die Firma hat 88 Angestellte. The company has 88 employees. Die Firma hat 88 Angestellte. 99, 99, 99, 99, 99. Sein Großvater ist 99 Jahre alt. His grandfather is 99 years old. Sein Großvater ist 99 Jahre alt. 100, 100. 100, 100, 100. Wir feiern heute 100 Jahre Demokratie. We're celebrating 100 years of democracy today. Wir feiern heute 100 Jahre Demokratie. Wohnzimmer, living room. Wohnzimmer, Wohnzimmer, living room. Das Hemd ist im Wohnzimmer. The shirt is in the living room. Das Hemd ist im Wohnzimmer. Esszimmer, dining room. Esszimmer, Esszimmer, dining room. Wir werden im Esszimmer essen. We will eat in the dining room. Wir werden im Esszimmer essen. Flur, hallway. Flur, Flur, hallway. Du hast die schlechte Angewohnheit, deine Jacke im Flur zu lassen. You have the bad habit of leaving your jacket in the hallway. Du hast die schlechte Angewohnheit,
deine Jacke im Flur zu lassen. Wohnung, apartment. Wohnung, Wohnung, apartment. Ich habe heute meine Wohnung aufgeräumt. I cleaned my apartment today. Ich habe heute meine Wohnung aufgeräumt. Haus, 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 Haus. Es gibt ein Haus im Wald. There's a house in the forest. Es gibt ein Haus im Wald. Aufgabe, exercise. Aufgabe, Aufgabe, exercise. Bei dieser Aufgabe müssen Sie die Verben in den richtigen Formen einsetzen. In this exercise, you have to fill in the verbs in the right forms. Bei dieser Aufgabe müssen Sie die Verben in den richtigen Formen einsetzen. Aufmachen, open, aufmachen, aufmachen, open. Kannst du die Tür aufmachen? Can you open the door? Kannst du die Tür aufmachen? Hören. Listen. Hören. Hören. Listen. Lass uns mal reinhören. Let's listen in. Lass uns mal reinhören. Geburtstag. Birthday. Geburtstag. Geburtstag. Birthday. Mein Geburtstag ist am 6. Januar. My birthday is on January 6th. Mein Geburtstag ist am 6. Januar. In Rente gehen. Retire. In Rente gehen. In Rente gehen. Retire. Mein Vater geht nächstes Jahr in Rente. My father is going to retire next year. Mein Vater geht nächstes Jahr in Rente. Well done. In this lesson, you've expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at GermanPod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Auf Wiedersehen. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 Core German Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But there's a twist. With every new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at GermanPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard decks, and finally master German. Okay, let's get started. First is Kessel, kettle, Kessel, Kessel, kettle. Der Kessel ist auf dem Herd. The kettle is on the stove. Der Kessel ist auf dem Herd. Topf, Pot, Topf, Topf, Pot. Reis im Topf kochen. Cook rice in a pot. Reis im Topf kochen. Frosch, Frog, Frosch, Frosch, Frog. Frösche benutzen ihre Zunge, um Futter zu fangen. Frogs use their tongues to catch food. Frösche benutzen ihre Zunge, um Futter zu fangen. Taube, Pigeon, Taube, Taube, Pigeon. Die Tauben wuseln, um das Brot zu essen. The pigeons scurrying to eat the bread. Die Tauben wuseln, um das Brot zu essen. Reiseführer, Guidebook, Reiseführer, Reiseführer, Guidebook.
Ein Reiseführer wird dir für deine Reise hilfreiche Informationen geben. A guidebook will give you helpful information for your trip. Ein Reiseführer wird dir für deine Reise hilfreiche Informationen geben. Eingang, entrance, Eingang, Eingang, entrance. Treffe deinen Fremdenführer am Hoteleingang. Meet your tour guide at the entrance to the hotel. Treffe deinen Fremdenführer am Hoteleingang. Reiseleiter, Tour Guide, Reiseleiter, Reiseleiter, Tour Guide. Der Reiseleiter hilft dir, den Weg an einem fremden Ort zu finden. The tour guide will help you find your way in a strange place. Der Reiseleiter hilft dir, deinen Weg an einem fremden Ort zu finden. Reservierung. Reservation. Reservierung. Reservierung. Reservation. Haben Sie eine Reservierung für heute Abend? Do you have a reservation for tonight? Haben Sie eine Reservierung für heute Abend? Reisepass. Passport. Reisepass. Reisepass. Passport. Ich habe einen Reisepass. I have a passport. Ich habe einen Reisepass. Informatik. Computer Science. Informatik. Informatik. Computer Science. Informatik ist sehr kompliziert, jedoch zukunftsweisend. Computer Science is very complicated, but future-oriented. Informatik ist sehr kompliziert, jedoch zukunftsweisend. Mathematik. Ma. Mathematik. Mathematik. Ma. Löse die Mathematikaufgabe. Answer the math problem. Löse die Mathematikaufgabe. Fühlen. Feel. Fühlen. Fühlen. Feel. Viele Arbeitnehmer fühlen sich jetzt betrogen. Many employees now feel cheated. Viele Arbeitnehmer fühlen sich jetzt betrogen. Zeichnen. Draw. Zeichnen. Zeichnen. Draw. Ich fragte den Zeichner, mir ein Bild zu zeichnen. I asked the illustrator to draw me a picture. Ich fragte den Zeichner, mir ein Bild zu zeichnen. Planen. Plan. Planen. Planen. Plan. Wir planen gemeinsame Aktivitäten. We plan common activities. Wir planen gemeinsame Aktivitäten. Schlussverkauf. Sale. Schlussverkauf. Schlussverkauf. Sale. Es gibt einen Schlussverkauf in diesem Laden. There's a sale on at the store. Es gibt einen Schlussverkauf in diesem Laden. Einkaufen. Shopping. Einkaufen. Einkaufen. Shopping. Ich gehe jetzt einkaufen. I'm going shopping now. Ich gehe jetzt einkaufen. Vierte. Fourth. Vierte. Vierte. Fourth. Zu meinem vierten Geburtstag schenkte meine Mutter mir ein Buch. For my fourth birthday, my mother gave me a book. Zu meinem vierten Geburtstag schenkte meine Mutter mir ein Buch. Fünfte. Fifth. Fünfte. Fünfte. Fifth. An meinem fünften Geburtstag kam ein furchterregender Clown zur Feier. At my fifth birthday party, there was a scary clown. An meinem fünften Geburtstag kam ein furchterregender Clown zur Feier. Sechste. Sixth. Sechste. Sechste. Sixth. Zu meinem sechsten Geburtstag habe ich Schulkleidung bekommen. I received school clothes for my sixth birthday.
Zu meinem 6. Geburtstag habe ich Schulkleidung bekommen. 7. Der 7. Tag des 7. Mondmonats ist der chinesische Valentinstag. The 7th day of the 7th lunar month is Chinese Valentine's Day. Der 7. Tag des 7. Mondmonats ist der chinesische Valentinstag. Well done! In this lesson you've expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at GermanPod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard text and more learning resources. See you next time! Auf Wiedersehen! In this video you learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 Core German Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But there's a twist. With every new lesson in the series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at GermanPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard decks, and finally master German. Okay, let's go. First one is Bratpfanne, frying pan, Bratpfanne, Bratpfanne, frying pan. Diese Bratpfanne ist sehr billig. This frying pan is very cheap. Diese Bratpfanne ist sehr billig. Schneidbrett, cutting board, Schneidbrett, Schneidbrett, cutting board. Der Koch schneidet ein hart gekochtes Ei auf dem Schneidbrett. The cook is cutting a hard-boiled egg on the cutting board. Der Koch schneidet ein hart gekochtes Ei auf dem Schneidbrett. Spüle, sink, spüle, spüle, sink. Die Spüle ist fast voll. The sink is almost full. Die Spüle ist fast voll. Schüssel, bowl, Schüssel, Schüssel, bowl. Hast du die Schüssel mit dem Kartoffelsalat gesehen? Have you seen the bowl of potato salad? Hast du die Schüssel mit dem Kartoffelsalat gesehen? Ausgang, exit, Ausgang, Ausgang, exit. Um deinen Weg hinauszufinden, suche nach dem Ausgangsschild. To find your way out, look for the exit sign. Um deinen Weg hinauszufinden, suche nach dem Ausgangsschild. Karte, Map, Karte, Karte, Map. Ich mag es, auf der Weltkarte zu stöbern. I like to browse around a world map. Ich mag es, auf der Weltkarte zu stöbern. Koffer, Suitcase, Koffer, Koffer, Suitcase. Lasse keine Wertsachen in deinem Koffer. Don't leave valuables in your suitcase. Lasse keine Wertsachen in deinem Koffer. Tourist, 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 Tourist. Es sollte Spaß machen, als Tourist zu reisen. It should be fun to travel as a tourist. Es sollte Spaß machen, als Tourist zu reisen. Politik, politics, Politik, Politik, politics. Ich blogge über Politik und die Wirtschaft. I blog about politics and the economy. Ich blogge über Politik und die Wirtschaft. Biologie, biology, Biologie, Biologie.
Biology. Biologie ist die Lehre von lebenden Organismen. Biology is the study of living organisms. Biologie ist die Lehre von lebenden Organismen. Chemie. Chemistry. Chemie. Chemie. Chemistry. Er unterrichtet Latein und Chemie. He teaches Latin and chemistry. Er unterrichtet Latein und Chemie. Physik. Physics. Physik. Physik. Physics. In der Physik gibt es viele verschiedene Faktoren zu beachten. In physics, there are many different factors to consider. In der Physik gibt es viele verschiedene Faktoren zu beachten. Volkswirtschaftslehre. Economics. Volkswirtschaftslehre. Volkswirtschaftslehre. Economics. Volkswirtschaftslehre ist ein gutes Grundwissen für viele Gebiete. Economics is a good background for many fields. Volkswirtschaftslehre ist ein gutes Grundwissen für viele Gebiete. Legen. Put. Legen. Legen. Put. Kannst du meine Kamera auf den Tisch legen? Can you put my camera on the desk? Kannst du meine Kamera auf den Tisch legen? Erinnern. Remember. Erinnern. Erinnern. Remember. Ich kann mich noch vage daran erinnern. I can still remember it vaguely. Ich kann mich noch vage daran erinnern. Halten. Hold. Halten. Halten. Hold. Kannst du das kurz halten? Can you hold that for a second? Kannst du das kurz halten? Einkaufswagen. Shopping cart. Einkaufswagen. Einkaufswagen. Shopping cart. Der Einkaufswagen ist leer. The shopping cart is empty. Der Einkaufswagen ist leer. Plastiktüte. Plastic bag. Plastiktüte. Plastiktüte. Plastic bag. Wenn du Lebensmittel kaufst, benutze Stoffbeutel anstatt Plastiktüten. When grocery shopping, use cloth bags instead of plastic bags. Wenn du Lebensmittel kaufst, benutze Stoffbeutel anstatt Plastiktüten. Komödie. Comedy. Komödie. Komödie. Comedy. Sie schauen sich eine Komödie an und lachen. They're watching a comedy and laughing. Sie schauen sich eine Komödie an und lachen. Roman. Novel. Roman. Roman. Novel. Ich mag spannende Romane. I like suspense novels. Ich mag spannende Romane. Well done. In this lesson, you've expanded your vocabulary and learned 20 new and useful words. Click the link in the description and sign up for free at GermanPod101.com to access the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Auf Wiedersehen. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 Core German Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But that's a twist. With every new lesson in the series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at GermanPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard decks, and finally master German. Okay, let's get started. First one is Kakao. Cocoa. Kakao. Kakao.
Cocoa. Schokolade wird aus den Kakaosamen des Kakaobaumes gemacht. Chocolate is made from the cocoa seed of the cocoa tree. Schokolade wird aus den Kakaosamen des Kakaobaumes gemacht. Erfrischungsgetränk. Soft drink. Erfrischungsgetränk. Erfrischungsgetränk. Soft drink. Erfrischungsgetränke enthalten keinen Alkohol, sind gewöhnlich kohlensäurehaltig und werden kalt serviert. Soft drinks don't contain alcohol and are usually carbonated and served cold. Erfrischungsgetränke enthalten keinen Alkohol, sind gewöhnlich kohlensäurehaltig und werden kalt serviert. Saft. Juice. Saft. Saft. Juice. Blutorangensaft hat einen angenehmen, bittersüßen Nachgeschmack. Blood orange juice has a nice, bittersweet aftertaste. Blutorangensaft hat einen angenehmen, bittersüßen Nachgeschmack. Bücherregal. Bookshelf. Bücherregal. Bücherregal. Bookshelf. Mein Bücherregal sieht sehr chaotisch aus. My bookshelf looks very chaotic. Mein Bücherregal sieht sehr chaotisch aus. Bett. Bed. Bett. 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 Ich kann es nicht erwarten, nach Hause zu kommen und ins Bett zu gehen. I can't wait to get home and go to bed. Ich kann es nicht erwarten, nach Hause zu kommen und ins Bett zu gehen. Spiegel. Mirror. Spiegel. Spiegel. Mirror. Ich hasse es, jeden Morgen in den Spiegel zu schauen. I hate to look in the mirror every morning. Ich hasse es, jeden Morgen in den Spiegel zu schauen. I hate to look into the mirror every morning. Ich hasse es, jeden Morgen in den Spiegel zu schauen. Kommode. Dresser. Kommode. Kommode. Dresser. Ich habe meine Kommode selbst gestrichen. I painted my dresser myself. Ich habe meine Kommode selbst gestrichen. Fegen. Sweep. Fegen. Fegen. Sweep. Kannst du bitte die Glasscherben auffegen? Can you please swipe up the broken glass? Kannst du bitte die Glasscherben auffegen? Wegräumen. Put away. Wegräumen. Wegräumen. Put away. Räum deine Spielsachen weg. Put away your toys. Räum deine Spielsachen weg. Wischen. Mop. Wischen. Wischen. Mop. Ich habe den Saft verschüttet, also werde ich den Fußboden wischen. I spilled the juice, so I'll mop the floor. Ich habe den Saft verschüttet, also werde ich den Fußboden wischen. Kellnerin. Waitress. Kellnerin. Kellnerin. Waitress. Eine Kellnerin nahm unsere Bestellung im Restaurant auf. A waitress took our order at the restaurant. Eine Kellnerin nahm unsere Bestellung im Restaurant auf. Fahrenheit. 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 Wasser gefriert bei 32 Grad Fahrenheit. Water freezes at 32 degrees Fahrenheit. Wasser gefriert bei 32 Grad Fahrenheit. Temperatur. Temperature. Temperatur. Temperatur. Temperature.
In der Nacht sinken die Temperaturen auf unter 0 Grad. At night, temperatures drop to below 0 degrees. In der Nacht sinken die Temperaturen auf unter 0 Grad. Feucht. Humid. Feucht. Feucht. Humid. Im August ist es feucht. It's humid in August. Im August ist es feucht. Windig. Windy. Windig. Windig. Windy. Morgen wird es kalt und windig, also trage einen Schal. Tomorrow will be cold and windy, so wear a scarf. Morgen wird es kalt und windig, also trage einen Schal. Spielplatz, Playground. Spielplatz, Spielplatz, Playground. Gibt es auch eine Rutsche auf dem Spielplatz? Is there also a slide on the playground? Gibt es auch eine Rutsche auf dem Spielplatz? Pool, 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 pool. Der Rettungsschwimmer beobachtet den Pool. The lifeguard is watching the pool. Der Rettungsschwimmer beobachtet den Pool. Tennis, 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 Tennis. Viele Deutsche würden gerne Tennis spielen, aber wollen keinem Club beitreten. Many Germans would like to play tennis, but don't want to join a club. Viele Deutsche würden gerne Tennis spielen, aber wollen keinem Club beitreten. Basketball, 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 Basketball. Die meisten Basketballspieler sind sehr groß. Most basketball players are tall. Die meisten Basketballspieler sind sehr groß. Liter, 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 Liter. Die Flasche enthält 2 Liter Cola. The bottle contains 2 liters of cola. Die Flasche enthält 2 Liter Cola. Well done. In this lesson, you've expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at GermanPod101.com to access the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Auf Wiedersehen. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 Core German Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But that's a twist. With every new lesson in the series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at GermanPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard decks, and finally master German. Okay, let's get started. First one is Reis, 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 Reis. Ich benutze meinen Reiskocher fast jeden Tag. I use my rice steamer almost every day. Ich benutze meinen Reiskocher fast jeden Tag. Brot, Bread, Brot, Brot, Bread. Jeden Sonntagmorgen kaufen wir Brot, Kuchen und Kekse in der Bäckerei. Every Sunday morning we buy bread, cake and cookies at the bakery. Jeden Sonntagmorgen kaufen wir Brot, Kuchen und Kekse in der Bäckerei. Ei, Egg, Ei,
Ei. Egg. Ein Huhn legt ein Ei. A chicken lays an egg. Ein Huhn legt ein Ei. Nudel. 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 Ich liebe Nudeln mit Brokkoli und Speck. I love noodles with broccoli and bacon bits. Ich liebe Nudeln mit Brokkoli und Speck. Wecker. Alarm clock. Wecker. Wecker. Alarm clock. Der Wecker ist auf 5 Uhr morgens gestellt. The alarm clock is set for 5 a.m. Der Wecker ist auf 5 Uhr morgens gestellt. Tür. Door. Tür. Tür. Door. Bitte schließ die Tür, es ist laut draußen. Please close the door, it's loud outside. Bitte schließ die Tür, es ist laut draußen. Fernbedienung. Remote control. Fernbedienung. Fernbedienung. Remote control. Sag mir, wie ich die Fernbedienung bediene. Tell me how to use the remote control. Sag mir, wie ich die Fernbedienung bediene. Wischen. Wipe. Wischen. Wischen. Wipe. Mit einem Lappen wischen. Wipe with a rag. Mit einem Lappen wischen. Speisekarte. Menu. Speisekarte. Speisekarte. Menu. Kann ich bitte die Speisekarte sehen? Can I please see the menu? Kann ich bitte die Speisekarte sehen? Zeitschrift. Magazine. Zeitschrift. Zeitschrift. Magazine. Möchten Sie ein Zeitschriftsabo testen? Would you like to test a subscription to a magazine? Möchten Sie ein Zeitschriftsabo testen? Hörbuch. Audiobook. Hörbuch. Hörbuch. Audiobook. Ich höre Hörbücher auf meiner Fahrt zur Arbeit. I listen to audiobooks during my commute to work. Ich höre Hörbücher auf meiner Fahrt zur Arbeit. Videospiel. Videogame. Videospiel. Videospiel. Videogame. Ich spiele gerade ein Videospiel. I'm playing a video game. Ich spiele gerade ein Videospiel. Günstig. Cheap. Günstig. Günstig. Cheap. Ich suche ein günstiges Paar Schuhe. I'm looking for a cheap pair of shoes. Ich suche ein günstiges Paar Schuhe. Teuer. Expensive. Teuer. Teuer. Expensive. Es ist teuer, oder? It's expensive, right? Es ist teuer, oder? Freundlich. Kind. Freundlich. Freundlich. Kind. Meine Nachbarin ist sehr freundlich. My neighbor is very kind. Meine Nachbarin ist sehr freundlich. Beängstigend. Scary. Beängstigend. Beängstigend. Scary. Er sieht beängstigend aus, wenn er diese Maske trägt. He looks scary when he wears that mask. Er sieht beängstigend aus, wenn er diese Maske trägt. Entspannend. Relaxing. Entspannend.
entspannend. Relaxing. Sonntage sind sehr entspannend. Sundays are very relaxing. Sonntage sind sehr entspannend. Pfund. Pound. Pfund. Pfund. Pound. Ein Pfund sind 16 Unzen. One pound is 16 ounces. Ein Pfund sind 16 Unzen. Meile. Mile. Meile. Meile. Mile. An der Ländermeile wird jedes Jahr ein Fest abgehalten. Every year a festival will be held at the country mile. An der Ländermeile wird jedes Jahr ein Fest abgehalten. Fuß. Foot. Fuß. Fuß. Foot. 12 Zoll ergeben einen Fuß. There are 12 inches in a foot. 12 Zoll ergeben einen Fuß. Well done. In this lesson, you've expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at GermanPod101.com to access the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Auf Wiedersehen. Great work. Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.